So, willkommen zurück bei Dwing Age. Eigentlich sind wir nur hingekommen, um den Golem zu erwecken, doch anscheinend wird hier weiterhin unsere Hilfe gebraucht. Ein kleines Mädchen ist weg. Okay, es wird automatisch gespeichert. Welches wir nun finden sollen. Lass mal die Kamera anders. Schick, gefällt mir, ja. Wie ihr wünscht. Das klang nach einem Greif oder Adler oder sowas. Nein, also Alistair, ich weiß nicht, der ist wie ihr wünscht. An sich interessanter Charakter, aber ich irgendwie... Ich bin erfreut. Haben wir gerade ein... nicht Pause. Aber speichern. Verletzungen, ein Charakter deiner Gruppe... ist schwer verletzt. Was? Ja. So. Was heißt das, du bist mit mir auf einen Baum geklettert? Katzen sind doch gerne oben im GS. Oh, okay. Schau! Da ist jemand zum Spiel. Ihr seid doch hier, um zu spielen, oder? Wir machen gerade ein Ratespiel. Zu mehreren ist es viel lustiger. Gut, wir sind sicher, dein Vater war besorgt. Vater? Oh, sagt ihm, dass es mir gut geht. Vielleicht kommt er ja auch und bleibt dann bei uns. Wie auch immer, ihr solltet gehen, wenn ihr nicht spielen wollt. Kitty findet euch verwirrend. Die Katze findet mich verwirrend? Kitty ist klug. Sie sagt, ihr wollt mich zurück zu meinem Vater bringen. Aber ich werde nicht gehen. Sie wäre ganz allein. Ich würde vorschlagen, sich auf eine derart feindselige Gruppe nicht einzulassen, Amalia. Sieh nur, wie sie sich verhalten. Das ist doch nicht wirklich eine Katze. Natürlich ist sie eine Katze. Nur halt eine, die sprechen kann. Sprechen ist ganz einfach, sobald man weiß, wie es geht. Na klar. Und was seid ihr wirklich? Ich bin eine Katze. Wirklich? Nichts, was ihr sagt, wird Amalia davon überzeugen, mit euch zu gehen. Sie liebt nur mich. Ich bin ihre Freundin. Und ihr seid nur ein Fremder. Ein Fremder, der ich überaus interessant finde. Mal gucken, was passiert. Oh, hast du das gehört, Amalia? Ich habe noch einen Bewunderer. Das liegt daran, dass du so wunderbar bist, Kitty. Ich bin seit Jahrzehnten in dieser Kammer gefangen, von jedem Kontakt mit der Außenwelt abgeschnitten. Das kann einen wahnsinnig machen. Befreit mich, Sterblicher, und überlasst mir das Mädchen.
Lasst uns zu ihrem Vater zurückkehren und diesen Ort für immer verlassen. Euch das Mädchen überlassen? Wollt ihr von ihr Besitz ergreifen? Was für eine rüde Formulierung. Ich will Amalia nichts tun. Nur eure Welt durch ihre Augen sehen. Ist das so falsch? Ich lasse euch gehen, aber ihr müsst das Mädchen in Frieden lassen. Überreden, lügen. Ich werde euch befreien und das Mädchen könnt ihr auch haben. Also gut, dann sagt mir, wie ich euch befreien kann. Ja, es ist falsch. Ich lasse euch gehen, aber ihr müsst das Mädchen in Frieden lassen. Aber ich mag die hier. Ich mag dich auch, Kitty. Aber wenn ich dadurch diesem Gefängnis entkomme, bin ich auch bereit, alleine zu gehen. Ich nehme eure Bedingungen an. Die Schutzmechanismen des Magiers halten mich in dieser Kammer fest. Und nur ist ein Sternenweg, wie man die Schutzmechanismen deaktiviert. Aber ich kenne ihn nicht. Vielleicht habt ihr Erfolg, wo das Mädchen gescheitert ist. Oh, das ist ja so aufregend. Kitty wird frei sein. Ich wollte schon immer eine Katze. Und Kitty ist perfekt und so schön. Ja, nee, ist klar. Was? Okay, warte mal. Huch. Was wollt ihr von mir? Entschuldigung, ich habe mich verklickt. Ich mag es, wenn Kitty mir was vorsingt. Seid ihr bescheuert? Kommt doch mal da weg. Hallo. Wie kann ich das drehen? Vater mag keine Katze. Aber er kennt ja Kitty noch nicht. Kitty sagt, Opa Willem hat sie in diesem Raum eingesperrt. Ist das nicht schrecklich? Kitty ist meine beste Freundin. Ich bin immer noch gefangen. Was ist los? Ich hab an die Sonne gedacht, Dummerchen. Hört doch auf, durchs Feuer zu laufen. Okay, aber... was soll ich machen? Erzähl mir eine Geschichte. Wie kann ich das hier aktivieren? Ist das ein Loch? Oh, es ist eine Blume. Eine Narzisse? Ich mag Narzissen. Ach du Scheiße. Okay, Leute, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Wie ihr wünscht. Ich wollte schon immer eine Katze. Und Kitty ist perfekt. Und so schön. Ich muss das Ganze sehen. Das ist zu weit. Nein. Alle mal da runter. So. Wartet mal. Alter, muss wirklich da hinlaufen? Ich wollte schon immer eine Katze. Und Kitty ist perfekt. Und so schön. Muss ja höchstwahrscheinlich darüber. Genau so wird es geschehen. Aber selbstverständlich. Oh, es ist eine Blume. Eine Narzisse? Ich mag Narzissen. In Ordnung. So. Aber selbstverständlich.
wollte schon immer. Aber selbstverständlich. Und Kitty ist perfekt und so schön. In Ordnung. Ich bin erfreut. Kitty sagt, Opa Willem hat sie in diesem Raum eingesperrt. Ist das nicht schrecklich? Warte mal. Wie ihr wünscht. Ich hab an die Sonne gedacht, Dummerchen. Boah, Leute. Ich hasse solche Rätsel. In Ordnung. Wie ihr wünscht. Ich wollte schon immer eine Katze. Und Kitty ist perfekt und so schön. Und hier muss ja sowas hin. Geht doch mal da runter. Ey. So. Ah, schaut mal, so wie es jetzt ist, doch. Wie ihr wünscht. In Ordnung. Aber selbstverständlich. Oh, es ist eine Blume. Wie ihr wünscht. Eine Narzisse? Ich mag Narzissen. Genau so wird es geschehen. In Ordnung. Genau so wird es geschehen. Oh, es ist eine Blume. Eine Narzisse? Ich mag Narzissen. Geh da weg. Okay, jetzt nur noch das hier ein bisschen falsch. Müsste alles Warte mal. Kitty sagt, Opa Willem hat sie in diesem Raum eingesperrt. Ist das nicht schrecklich? Nee, so passt das nicht. Moment. Ich glaube, wir haben es gleich. Ich muss nur das jetzt irgendwie... Ich mag es, wenn Kitty mir was vorsingt. Aber selbstverständlich. Erzähl mir eine Geschichte. Ich bin erfreut. Verdammt, ich krieg das nicht hin gerade. Das letzte Stück passt noch nicht. Ich hab an die Sonne gedacht, Dummerchen. Aber selbstverständlich. Genau so wird es geschehen. Kitty sagt, Opa Willem hat sie in diesem Raum eingesperrt. Ist das nicht schrecklich? So. Wie ihr wünscht. Wird gespeichert, ja. Ja, ich spüre, wie die Magie nachlässt. Oh, ich hatte schon vergessen, wie es sich anfühlt, nicht gefangen zu sein. Kitty, was geschieht mit dir? Etwas Wunderbares, meine Liebe. Für uns beide. Vergiss die Abmachung nicht. Hände weg von dem Mädchen, Dämon. Ich hab's mir anders überlegt. Ich mag das Mädchen. Etwas wie sie werde ich wohl nicht noch einmal finden. Dann gehe ich also nun doch mit euch?
Ich nehme sie trotzdem. Sie ist mein. Kitty, du machst mir Angst. Ich lasse dich nicht in mich rein. Das mache ich nicht. Hi. Ja, ich spüre, wie die Magie nachlässt. Oh, ich hatte schon vergessen, wie es sich anfühlt, nicht gefangen zu sein. Kitty, was geschieht mit dir? Etwas Wunderbares, meine Liebe. Für uns beide. Ich hab's mir anders überlegt. Ich mag das Mädchen. Etwas wie sie werde ich wohl nicht noch einmal finden. Dann gehe ich also nun doch mit euch? Nein. Ha, ich nehme sie trotzdem. Sie ist mein. Kitty, du machst mir Angst. Ich lasse dich nicht in mich rein. Das mache ich nicht. Hi. Ist hier vielleicht wieder besser, wenn wir alle auf sie drauf. Alter, hat er nicht genommen? Hat er immer noch nicht. Hallo? Er nimmt es nicht. Sind diese kleinen Dinger. Alle auf einmal tot und sie hat kaum Schaden. Okay, das ist ein erster Feuerdinger weg, ganz klar. Das ist ein erster Feuerviecher weg. Gut. Ja, Kitty. Etwas Wunderbares, meine Liebe. Ich? Dann gehe ich also nun doch mit. Ey Leute, ganz ehrlich, das ist wieder sowas, wo ich nicht weiß, wie ich das schaffen soll. Tot. Tot. Ach du Scheiße. Etwas Wunderbares, meine Liebe. Ich? Dann gehe ich also nun doch mit euch? Kit. Okay, passt auf. Ihr greift den an. Ihr alle solltet. Ey, das ist doch Hallo! Auch du sollst angreifen! Ja! Was ist das denn? Wieso? Markiert alle, dass sie angreifen sollen. Die Hälfte über das Stimme macht nichts. Pff. Na gut, letzter Versuch für heute. Und dann gucken wir mal, dass wir es beim nächsten Mal hinkriegen. Ich spüre etwas Wunderbares, meine Liebe. Noch was anderes? Ich hab's mir anders überlegt. Ich mag das Mädchen.
Etwas wie sie werde ich wohl nicht noch einmal finden. Dann gehe ich also nun doch mit euch? Nein. Ich nehme es. Gut, Freunde, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Und jetzt erstmal bis dahin und ciao.